Also, dieses Kunstwerk ist die Künstler möchten, also, nein. Ich habe ein bisschen was gelesen, also eine historische Fotografie, aber nicht das historische Fotografie, also wenn sie materialisiert ist, ist es eine völlig andere Bildsprache, das Bild hängt nicht, andere bewusste Entscheidung, das zwar aufgezogen, aber doch nicht ganz die Ausstellungskonventionen von heute. Und es geht eigentlich um dieses Gestell, glaube ich, um diese ein bisschen behelfsmäßige Konstruktion, die interessiert, und ihre Funktion. Es geht um die Renovation dieser Decke, die einen gewissen Wert hat und vielleicht fast eine propagandistische Haltung auch spiegelt, das ist ein gewisser Punkt. Das ist eigentlich eure Recherche mit Ausgangspunkt von dieser Struktur. Anschauen, wenn du mir das jetzt erzählst, dann denke ich, okay, aber ich... Sieht man doch alles? Nein, das sieht man alles nicht. Weshalb sieht man das nicht? Wenn es so wichtig ist. Oder ist es gar nicht wichtig? Ich sehe ja einfach ein altes Gestell, jemand, der da hantiert. Ich weiß nicht, wo es ist. Vielleicht nicht gelesen haben, der Titel ist Führerauftrag und zur Arbeit gehören alle diese Elemente, die Lampen gehören auch dazu, stehen auch da. Und dann steht Fotografie, Aufnahme von Wand- und Deckenmalereien in Schloss Rüdigsdorf, Rosmarie Noah 1944 und Dank an das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. Also irgendwas zu erzählen. Genau. Und ich denke, mit diesem Hinweis kommt man schon ziemlich weit, wie ich gar Also wir müssen jetzt quasi so Detektive spielen. Was wollt ihr von diesem Publikum? Oder was ist... Nein, eigentlich nicht. Also was uns interessiert an diesem 5-Minuten-Setting ist eigentlich, also wie viel nehmt ihr mit von diesen 5 Minuten eigentlich auch so als dann wieder Feedback an uns? Weil wir haben in den letzten Wochen eigentlich sehr viel darüber gesprochen und das... erklärt und uns interessiert, was nimmt man mit, wenn man diesen Hintergrund nicht hat und wie weit erschließt sich das oder eben also nicht, das wäre für uns und deshalb spannend. Dann, wenn man Gutes hätte lesen müssen, 1944, dann denke ich so ein bisschen an, ich habe so Satzstücke, irgendwie muss ich sie zusammenbringen. Mhm. Das ist ja irgendwie das Konzept, ich muss ja, das macht ja trotzdem irgendwann primär keinen Sinn, außer dass ich sehe, dass dieses Gerüst hier nochmal mehr oder weniger frei nachgebaut wurde. Und dann gehört das auch noch dazu, die genau. Zeit. Okay, dann nehme ich jetzt mal so eine. Aber es ist schon noch oft so, dass man nicht auf Anhieb rauskommt, oder? Genau. Das ist nicht total untypische Situation. Das ist ja normal, aber einfach mal schauen. Okay, ich sehe da, was sehe ich? Ich sehe Ruhe, ich sehe Gerüste. Aber was ich nicht ganz, wo ich nicht ganz klar komme, ist, es ist eine rechte Ästhetisierung. Also eigentlich, ihr interessiert euch für das unverdächtigste Element eigentlich der ganzen Fotografie, nämlich das Werkzeug, um überhaupt an diese Decke zu gelangen. Und es wird aber nicht wirklich reproduziert, sondern es ist eigentlich nur ein Bruchstück. Und auch hier die Ästhetik ist ja sehr bewusst gewählt. Also man fragt sich so, wieso ist hier Farbe, habt ihr das gefunden? Also versucht ihr den Aufwand möglichst gering zu halten? Um eigentlich keine Gestalt. Das ist eigentlich meine Frage. Wie viel habt ihr eigentlich gestaltet? Das ist eine gute Frage. Und was bedeutet euch gestaltet? Ja, so wenig wie möglich eigentlich. Wir haben vor allem unseren Bedürfnissen sind wir nachgekommen. Und was sind eure Bedürfnisse? Alles erzählt, weil es ist gefunden, effektiv. Genau, alles ist gefunden. Alles ist gefunden und alles war im Atelier und es ist effektiv, was du sagst. Ich kann fast nichts mehr dazu sagen. Das ist aber es ist wie eine Fiktionalisierung von allem eigentlich. Also das ist eigentlich noch spannend, weil in einem der Texte, die wir gelesen haben, in dem Zusammenhang, wo es eigentlich so um archäologische Rekonstruktion geht, wird eben genau darüber gesprochen, dass das eine Bestandessicherung ist und sobald etwas rekonstruiert wird, eigentlich die Erfindung von Geschichte beginnt.
Was sind eure Lieblingsphilosophen? Das finde ich total privat. Aber deine? Ich habe mal Philosophie studiert, es gab zwei Semester. Ich habe dann das Protokoll schreiben müssen, also nicht mal eine Arbeit, das Protokoll zu einem Kant-Vortrag. Und ich war nicht fähig, das Protokoll zu schreiben. Ich habe wirklich gedacht, ich habe es extrem gut gemacht. Es hat so zu tiefschürfenden Diskussionen geführt und ich habe wie gemerkt, das kriege ich nicht hin. Und seither bin ich halt ein selbsternannter Laie in Philosophie. Das würde für uns vielleicht auch zu treffen. Okay, Zeit ist um, wir müssen weiter. Vielen Dank.